Bethesda. Arcane Studios. Void Engine. Ich weiß noch, wie ich mit meinem Vater nach der Seuche trainiert habe. Er sagte, irgendwann kämen unsere Feinde. Dunwall, Hafenviertel. Und damit herzlich willkommen bei Dishonored 2. Momentan im Tutorial, um das Ganze nochmal ein bisschen auszuprobieren hier. Na nö. Die Klänge und Gerüche von Dunwall ändern sich nicht. Ein Wal. Das ist meine Stadt. Das ist offenbar ein Walfänger, der mit seiner Beute zurückkehrt. Und es sieht jetzt schon, ja, traurig und grau aus. Ein bisschen Industrialisierungszeit. Wir haben im Stream schon gespielt mit Smudo und Lara. Und jetzt... Welches Trainingsprogramm hat Vater wohl heute für mich? In Ordnung, Majestät. Zeig, was du kannst. Wenn ich schnell genug bin, kann ich darunter durchrutschen. Okay. Ja. Gut, das funktioniert. Oh, war mal zu schnell. Ich muss sprinten. Über das Hindernis hechten und rutschen. Das habe ich doch gerade gemacht. Das gibt's doch nicht. Okay. Kinderspiel. Gut, das hat ganz gut funktioniert. Ich war zu schnell für das Tutorial. Kommt auch selten vor. So, bevor wir weitergehen, immer erstmal ein bisschen umschauen. Das werden wir im Spiel auch machen. Und ich werde versuchen, möglichst alle Knochenfragmente und Relikte zu sammeln. Wie gesagt, ich spiele gerade selber eigentlich zum zweiten Mal. Die Preview habe ich ja auch gespielt. Aber das ist schon so lange her, das gilt fast gar nicht mehr. So. So, die Kette hoch. Geht's nur mit Klettern weiter? Ja, ich bin ja schon dabei. Okay, wie komme ich dann hier von der Kette weiter? Die Maus scheint noch ein bisschen lahmarschig zu sein. So, hier rüber. Könnte ich doch nur jeden Tag laufen und springen. Mal sehen, wie schnell ich zu Fuß bin. Komm zu mir. Na dann. Du hast gut aufgepasst. Mal sehen, wie leise du bist, junge Dame. Geht so. Schleichen. Drücke C, um den Schleichmodus zu wechseln, dich zu ducken und leise zu laufen. Du bist aber erheblich schlechter sichtbar. Bleib in Deckung und aus der Sichtweite, um nicht entdeckt zu werden. Im Schleichmodus wirst du langsam entdeckt, besonders wenn du dich weiter weg befindest, dich über Gegnern oder am Rande ihrer Sichtweite befindest, dich im Schatten bewegst, relevanter auf gewisse Entfernungen. Gut. Schleich dich an mich ran, wenn du es schaffst. Okay. Vater sagt immer, es ist wichtig, leise zu sein. Er ist ja quasi ihr Ziehvater sozusagen. Und wenn ich mich recht entsinne, ihre Mutter wurde ja in Teil 1 fast schon zu Anfang. Oh. Wahrnehmung. Wenn Gegner beginnen, dich zu bemerken, erscheint eine sich langsam füllende Wahrnehmungsanzeige. Bei einer vollen weißen Anzeige sucht der Gegner nach dir. Ist die Anzeige rot, wurdest du entdeckt. Nähere dich leise und starte einen Würgegriff. Nein, nochmal. Ohne, dass ich dich sehe. Ja, Entschuldigung, wenn du hierher kommst, um mich anzugucken, da kann ich auch nichts für. Hier muss ich vorsichtig sein. So, jetzt gehe ich mal direkt hin. Bist du? Ganz ruhig. Na? Das ist mein Mädchen. Ja. Ich darf dich nicht hören oder sehen. Okay, wir probieren es an. Geh in Deckung und versteck dich. Ich hab nichts gesehen. Hä? Er hat nichts gesehen. Sie hat alles gesehen. Aufgeschlossen. Leite wie ein Luchs auf der Jagd nach der Gazelle. So, den Schlüssel haben wir auch. Eine Armbrust. Eine Pistole lässt alle im Gebäude aufwachen. Deine Armbrust ist leise. So, und da oben
Kann ich reloaden? Kriege ich hier noch Pfeile? Ah, hier sind noch Pfeile. Halt. Ich muss mich selber noch an die Steuerung ein bisschen gewöhnen. Ich nehme hier... Lalalala. Was war das denn? Das war ich gar nicht. Habe ich gerade recht gemacht? Habe ich... Ah, wir können Bolzen aber wieder aufsammeln, wenn wir die irgendwo reingesammelt haben. So, hier. Dann können wir die wieder aufnehmen. Sehr, sehr gut. Würden uns vielleicht nochmal den Arsch retten. So. Ich würde die Mausreaktion aber gerne noch ein bisschen... Oh. Und hier liegt noch ein USB. Zeit für weiteres Waffen- und Kampftraining. Dann verprügeln wir uns mal, ja? Okay. Ja. Harter Schlag. Gut. Das ist meine Tochter. Glocke, wenn dich jemand mit dem Schwert angreift. Okay. Gut. Gut gemacht. Sehr gut. Du hast einen natürlichen Kampfinstinkt. Naja, geht so. Mit dem richtigen Timing bringst du Gegner aus der Balance. Du bist schnell. Clever gemacht. Das hält selbst den niederträchtigsten Killer auf. Das Bewusstloswürgen funktioniert auch im Kampf. Okay. Dann wollen wir mal. Das geht gut. So weit kommen wir ganz gut durch. Mit einem Feind kannst du einen tödlichen Gegenangriff landen. Blocke mit einer Klinge. Blocke, wenn dich jemand mit dem Schwert angreift. Es ist gut, wenn du auf dich selbst aufpassen kannst. Danke, Vater. Wenn es irgendwann Ärger gibt, bist du bereit für den Kampf. Das bin ich. Ich werde dich stolz machen. Gleich nach dem Ladebildschirm. Das war, glaube ich, das Tutorial und ich glaube, jetzt geht's erst richtig los. Sekunde, und jetzt ein zärtliches Drücken auf Return. Zack. Warum müssen wir überhaupt den Jahrestag eines Attentats feiern? Vor 15 Jahren, zur Zeit einer Seuche, die fast ganz Dunwall vernichtete, überfiel ein gedungener Meuchler mein Heim, den Palast, und erstach meine Mutter. Danach wollten die Auftraggeber des Mörders mich als Figur in ihrem Machtspiel missbrauchen. Sie hätten Erfolg gehabt, hätte mein Vater Corvo Atano sie nicht gejagt und ihre Intrigen zerschlagen. Bin ich nun die Kaiserin, die meine Mutter sich gewünscht hätte? Jetzt droht eine neue Krise. Eine Bestie, der sogenannte Kronenmeuchler, tötet meine Feinde und erweckt den Anschein, als seien mein Vater und ich daran schuld. Ich weiß nicht, ob ich ein Schiff zum anderen Ende der Welt nehmen oder alle um mich herum hinrichten lassen soll. Und damit noch einmal herzlich willkommen bei Dishonored 2. Guten Tag. Guten Tag. Seien Sie wachsam, Majestät. Ich bin auf die heutigen Zeremonien nicht erpicht. Ihr Siegelring. Hier, beginnen wir. Danke, Alexei. Öffnen Sie die Türen. Schön sieht das aus. Lang lebe Ihre kaiserliche Hoheit, Emily Caldwin. Treue Untertanen, wir erleben harte Zeiten, doch heute ehren wir meine Mutter, die selige Jessamine Caldwin. Möge ihr Andenken nie verloren gehen. Emily. Du wirkst müde, Vater. Jedes Jahr hoffe ich, Jessamines Todestag würde etwas einfacher werden, aber er ist es nie. Ich wünschte, Mutter wäre noch Kaiserin. Ich glaube, ich bin nicht gut darin. Du bist noch in der Ausbildung.
keine Sorge wegen der Störenfriede. Und was den Kronmeuchler betrifft, den finden wir. Die Leute glauben, du bist es. Und dass diese Morde ein fehlgeleiteter Versuch sind, mich zu beschützen. Nein, jemand versucht, uns die Schuld zu geben, indem er deine Feinde eliminiert. Ich wünschte, ich könnte einfach weglaufen. Das machst du doch schon. Glaubst du im Ernst, ich weiß nichts von deinen Nächten auf den Dächern? Halt durch. Die Zeremonie wird bald zu Ende sein. Kaiserlicher Schutzherr und Vater. Ich hätte ein Gesetz gegen diese Kombination erlassen sollen. Setzen wir uns mal auf den Thron. Und empfangen wir... Majestät, bevor wir uns des Tageswerkes annehmen, haben wir unerwarteten Besuch. Den Herzog von Cerconos. Ramsay sagte, dass der Herzog Geschenke mitbringt. Faszinierend. Der werte Luca Abele, Herzog von Cerconos. Janische Soldaten? Erstaunlich. Was soll das, Ramsay? Ich habe diese Dinger nicht genehmigt. Kaiserliche Hoheit und Schutzherr Corvo Atano. Werter Bürger unserer Heimat. Cerconos überbringt Beileid an diesem traurigen Tag und Geschenke aus unserer Nation dem neuen Stern am südlichen Horizont. Wir danken, Euer Gnaden. Nichts zu danken. Sehen Sie nun das größte Geschenk von allen. Familie. Ich präsentiere die Schwester von Jessamine Caldwin, die wahre Kaiserin. Delilah Caldwin. Unmöglich. Die Schwester meiner Mutter? Meine teure Nichte. Hallo. Das ist nicht wahr. Mein Vater war Kaiser Juhorn Jacob Caldwin und Jessamine meine kleine Schwester. Damals, bei ihrem Tode, war ich noch nicht bereit, mich euch zu offenbaren und gezwungen, Dunwall zu verlassen. Aber nun bin ich hier. Wenn Sie wirklich meine Tante sind, heiße ich Sie willkommen, hier zu bleiben. Kleiner Spatz. Opfer schwarzer Erinnerungen. Ich bin hier, um euch die Last eurer Krone zu nehmen. Das Versprechen meines Vaters, vor so vielen Jahren im Geheimen geflüstert, hat sich nun erfüllt. Was soll das? Emily Caldwin ist die Tochter von Kaiserin Jessamine Caldwin. Kaiserlicher Schutzherr, wie naiv zu glauben, dass sie ungestraft morden können. In meinem Palast zu leben, hat sie geschützt. Aber das ist vorbei. Hört mich, ihr alle. Eure rechtmäßige Kaiserin ist zurück. Preiset Kaiserin Delilah, erste ihres Namens. Verhaftet Emily Caldwin und ihren Vater für die Kronenmeuchlermorde. Was? Vater! Alter. Ihr Schwert hat keine Macht. Und seine Kräfte alle. Ein Staatsstreich, wie mir scheint. Eine feindliche Machtübernahme. Und wir können es jetzt aussuchen, spielen wir als Emily Caldwin, Herrscherin des Kaiserreichs der Inseln, von ihrem Vater Corvo Atano in der Kunst des Schleichens und Kämpfens unterrichtet. Oder spielen wir Corvo Atano, legendärer Schutzherr der Kaiserin und Verschwörer aus der Zeit der Rattenseuche. Ehrlich gesagt, ich bin mir fast sicher... Boah, ich weiß es gar nicht. Ich weiß es gar nicht. Jeder hat seine Spezialkräfte. Je nachdem, wie wir spielen, entscheidet das natürlich über unsere Spielweise. Weil sie kann sich zum Beispiel porten und jeder hat seine Spezialkräfte. Ich weiß nicht genau, wen ich jetzt spielen soll. Ich wäre ehrlich gesagt versucht, als Emily zu spielen. Aber andererseits, ich glaube, das Raubein steht mir einfach besser zu Angesichte. Ich würde gern beide auf einmal spielen. Ich hasse diese Entscheidung. Aber ich persönlich spiele einfach als Corvo. Ja, was soll's, komm. Ich banne sie in kaltem Marmor. Emily. Nein! Corvo Atano, wie gut sie doch für ihr Alter aussehen. Und wie lang verschweigen sie schon das Mal des Outsiders? Sicher eine köstliche Geschichte. Ich sperre ihn in die Gemächer der Kaiserin. Dann bringe ich ihn zum Gefängnis von Coatridge.
Mein Vater verlor alles, schickte mich zur Stadtwache, kaum besser als betteln. Und ich musste ihnen gehorchen, Corvo Atano, Sohn eines zirkonischen Kaufmanns. Hauptmann, waren das Schreie? Lord Corvo, was ist passiert? Boah, das ist alles, Hauptmann Mayu. Nein! Ah, die berüchtigte Waffe des Schutzherrn. Welches Schwert faltet sich bitte? Meins. Und zwar in dein Gesicht. Laut der Stadtwache gibt es einen letzten Zufluchtsort der Kaiserin in den Gemächern ihrer Tochter. Mit genug Gold, um eine Insel zu kaufen. Und das soll einer von zwei Schlüsseln sein. Er wird sterben. Oder ausgeschaltet. Wir müssen theoretisch niemanden umbringen, aber... naja. Was? Was ist geschehen? Alexei. Der Thronsaal. Emily. Emily. Nichts, was ich alleine kann. Ich muss hier raus. Gut, die Frage ist natürlich, wie kommen wir hier raus? Gut, erstmal was essen. Oh, warte. Nur die Ruhe, Corporal Dial. Ramsay weiß, was er tut. Diese Bastarde gehören zu Ramsay und zum Herzog von Zirkonus. Nun, da er der rechtmäßigen Kaiserin zum Thron verholfen hat, gewinnen die Ramsays wieder Macht in Dunwall. Das sollten sie nicht vergessen. Okay, mal gucken, wie wir die hinkriegen. So, essen. Erstmal ganz kurz Energie wieder auftanken. Wir haben nicht so viel verloren beim Angriff, gerade erstaunlicherweise. Brief von Beraterin Helmswater. Hoheit, es gab einen weiteren Mord und ich kann nicht länger schweigen. Seltsam, dass sich alle Opfer öffentlich gegen sie gewandt haben, nicht? Und wenn nicht seltsam, dann doch so praktisch. Haben Sie mir nichts zu sagen, Majestät? Wie soll ich Sie beraten, wenn Sie mich in derart sensiblen Angelegenheiten nicht einweihen? Es scheint, als sei ich die Einzige in ganz Dunwall, die nicht die Wahrheit über den Kronmeuchler kennt. Lassen Sie mich nicht außen vor. Ich verbleibe Ihre getreue Dienerin und Beraterin, Leonora Helmswater. Also offenbar gab es hier ein Setup. Und es wurden sehr viele Leute umgebracht, die sich zufällig öffentlich gegen uns geäußert haben, sodass es aussieht, als würden wir quasi die Opposition ausschalten lassen. Zum Stapellauf. Hoheit, nach der Testfahrt des kaiserlichen Schutzherrn wollen wir die MS Jessamine Cordwain direkt vor dem Todestag ihrer werten Mutter vom Stapel laufen lassen. Ihr Einverständnis vorausgesetzt natürlich. Wir lassen eine Flasche King Street Brandy an die Plattform binden, die sie dann gegen den Rumpf schwingen. Was sie während der Zeremonie sagen, liegt selbstverständlich ganz bei ihnen, aber anbei finden sie ein paar Anregungen. Möge dich ein frischer Wind zu Ufern nah und fern geleiten. Mögest du deiner Besatzung Schutz vor den Schrecken der See bieten. Mögest du immer nach Gristle finden, mit rein im Herzen und im Blick zur Heimat. Getreue Grüße, Berater Wainwright. Und ja, ich werde versuchen, möglichst alles vorzulesen, solange wir hier nicht in irgendwelche uferlosen Geschichten ausarten. Ich werde versuchen, möglichst alles vom Spiel mitzunehmen. Ich drehe ihn einfach. Such mir einen Ort, um meine Wunden zu lecken. Muss mich sammeln. Gut, ja, so einen Ort finden wir, glaube ich, nicht so schnell. Brief der Tyrvanischen Handelskommission. Hochverehrte Kaiserin, wie Sie wissen, werden Lieferungen aus Zirkonos nach Tyvia inzwischen regelmäßig von Piraten überfallen oder sind mit Blutfliegen verseucht. Von den verlorenen tyvianischen Leben einmal abgesehen, Mannschaften, Hafenarbeiter und Händler, müssen wir auch die kaum noch erfassbaren Materialkosten der Fracht selbst bedenken. Wenn wir nicht bald handeln, sehen wir uns gezwungen, den Handel mit Zirkonos einzustellen und die Schiffe von der südlichsten Insel mit einem Embargo zu belegen. Doch noch ist es nicht zu spät. Die Handelskommission ist vernünftig und hat bereits über Maßnahmen zur Verbesserung der Lage beraten. Wir bitten um Folgendes. Erstens unabhängige, qualifizierte Inspektoren in allen Häfen. Zweitens Patrouillen zum Schutz gegen Piraten und Schmuggler. Drittens Kompensierung vergangener und zukünftiger Verluste. Was? Ich würde diese Maßnahmen gerne möglichst bald persönlich mit Ihnen besprechen. Bisher hat Ihr Stab alle unsere Anfragen um einen festen Termin abgelehnt. Wir sind erpicht darauf, nach Dunwall zu reisen und bitten Sie rasch zu handeln, Hoheit. Bis wir uns zu einem zivilisierten Gespräch zusammensetzen können, sende ich Ihnen unsere besten Grüße, Vorsitzender Damian Schurdegin, Tyvianische Handelskommission. So. Erstmal ein bisschen frische Luft reinlassen.
Und jetzt ein bisschen alte Luft rauslassen. Oh Gott. Dunwall wird immer dann ungemütlich, sobald man es sich gemütlich macht. Ja, es hat diese Angewohnheit. Guck mal da unten. Da sehen wir sogar die Leute rumlaufen, da am Hafen. Krass. Und das auf die Entfernung, da hinten auch. Ich nehme an, hier können wir nicht... Nein, hier können wir auf jeden Fall nicht runter. Hat den Vorteil, dass andere Leute auch nicht hoch können. Wir können hier aber rein. Delilah hat mein Mal des Outsiders genommen. Aus mit der Zauberei. Schutzherr. Unfassbar. Geht es Lady Emily gut? Hier läuft ein Stadtstreich. Emily, sie wurde eingesperrt, sozusagen. Sie müssen aus dem Tower heraus. Vielleicht durch Emilys Schutzraum. Da war ein Kapitän, früher am Tag. Unten am Hafen hat sie gesucht. Fliehen Sie und helfen Sie Emily. Tut mir leid, Hauptmann Mayu. Leben Sie wohl. Der arme Hauptmann Mayu. Oh. Hier geht's zum Schutzraum, okay. Ich muss die Maus mal ein bisschen... Entschuldigung, ich muss mal ganz kurz in die Option. Ich muss die Maus mal ein bisschen empfindlicher machen. Die ist irgendwie so lahmarschig bei mir gerade. Steuerung, Vibration, Tastaturbelegung, Mauseinstellung. Empfindlichkeit auf 15. Ich guck mal ganz kurz. Was? Stärke? Reibung. Reibungsstufe. Ich guck mal ganz kurz bei Mausempfindlichkeit 40. Was haben wir denn da? Zurück. Ja, möchte ich gerne anwenden. So. Okay, ist auf jeden Fall besser. Ist vielleicht sogar jetzt ein bisschen zu übertrieben, aber ich brauche eine schnellere Maus. Ich muss mich schneller umsehen können. Die Maus muss... Oh. Muss weiter. Keine Zeit dafür. Ich bin Bruce Willis und spiele ein Lied. Keine Zeit dafür. Doch, denn ich bin Bruce Willis und habe alle Zeit der Welt. So. Ich weiß, wir müssen da unten lang, aber trotzdem. Lehnen. Ah. Da ist unser Zimmer, glaube ich. Eine Nacht im Puff. Eine einzige. Jetzt habt ihr überall Schanka. So. Dann bringen wir den mal weg. Hier eine schöne eingetretene Türe. Guck mal. Oh, was liegt denn da? Bitte um Audienz. Okay, da schauen wir gleich nochmal rein. Ein Brief offenbar. So, wir versuchen stealthy vorzugehen. Bitte um Audienz. Hauptmann Mayu, Sie kennen mich nicht, aber Sie müssen dem kaiserlichen Schutzherrn ausrichten, dass ich eine Nachricht für ihn habe, die ich ihm nur persönlich übergeben kann. Ich arbeite mit einem alten Freund zusammen, Anton Sokolov. Alle Schiffe sollen den Hafen verlassen, aber ich warte, solange ich kann. Bitten Sie Lord Corvo, mich hier zu treffen. Mein Schiff ist die Dreadful Vale, Megan Foster. Ist sie der Kapitän? Ich glaube, sie ist der Kapitän. Ich weiß sogar, dass sie der Kapitän ist. So, eine Badewanne. Ins Glück. Audiograph. Wir wissen beide zu gut, dass wer auch immer meine Gegner erledigt, es kalkuliert tut, um mich zu schwächen. Der Kronmeuchler arbeitet für jemanden. Nur wen? Morgen jährt sich wieder einmal Mutters Todestag. Ein trauriger Tag für uns. Aber denk auch an all das, was in den letzten 15 Jahren geschehen ist. Du hast mich beschützt und mich gelehrt, mich selbst zu schützen. Du hast mir gezeigt, was richtig für die Menschen im Reich war. Wir haben den überschwemmten Bezirk trockengelegt und die Banden in Schach gehalten. Gestern ist ein prächtiges Schiff in Mutters Namen vom Stapel gelaufen. Ich versuche, die Herrscherin zu sein, die sie sich gewünscht hat. Aber ohne dich wäre ich nicht hier, Vater. Ich glaube, das gilt dann wohl uns. So, hier öffnen können wir nicht. Doch, können wir öffnen. Gibt's da irgendwas? Oh. Riesengroße Münzen. Das ist ganz gut. Münzen nehmen wir auch alle mit. Dann öffnen wir hier auch mal gleich. Da gibt's nur alte Socken und Plunder. Und hier gibt's was zu fressen. Nehme ich mit. Haben wir maximiert. Kommode öffnen. Hier gibt's leider nichts. Oder? Da war doch. Badesalz. Ach so, Badesalz gibt 15 Münzen. So ein Comedy-Duo.
Hahn können wir auch benutzen. Ich mag das, wenn man in Spielen viel benutzen kann. Und ich finde es furchtbar, wenn man Spiegel nicht benutzen kann. Aber ich verstehe natürlich, warum. Ich gucke immer so gerne in Spiegel in Spielen. So, auf jeden Fall war er nicht der Einzige hier. Entkomme aus dem Dunwall Tower, öffne den Schutzraum, eliminiere Mortimer Ramsay, finde Mortimer Ramsay. Du musst den Schutzraum öffnen, über den du auf die Straße gelangst. Bevor wir das machen, möchte ich gerne das hier auch machen. Die haben natürlich alle umgebracht. So, Kronmeucher schlägt wieder zu. Die Bewohner von Dunwall sind in Angst und Schrecken, nachdem ein weiterer entschiedener Kritiker von Kaiserin Emily Cordwyn gewaltsam den Tod gefunden hat. Das jüngste Opfer ist kein geringerer als der berühmte Unternehmer und Kunstmäzen Ichabod Boyle. Boyle hat in einem kürzlich erschienenen Kommentar die Kaiserin wegen ihrer, in seinen Worten, schludrigen Regierungsarbeit und absichtlicher Vernachlässigung ihrer Pflichten aufs Schärfste kritisiert. Aufgrund der grausamen Einzelheiten am Tatort wird von offizieller Seite der Kronmeuchler für den Mord verantwortlich gemacht, während die entschiedensten Widersacher ihrer Majestät einer nach dem anderen dem berüchtigten Mörder zum Opfer fallen, wagen wir die Frage, ist es nun die Pflicht des kaiserlichen Schutzherrn, all jene zu beseitigen, die den Thron kritisieren? Was natürlich Bullshit ist, es gibt natürlich keine Beweise oder sonst irgendwas. Das würde ich jetzt nicht für Birnensaft geben. Birnensaft? Oder Dirnensaft? Das ist ein wichtiger Unterschied. Untreue Hunde. So ist es. Und sogar die Dienerschaft alle weggemeuchelt. Zweiermünze. Whiskyglas. Er schläft jetzt erstmal. Wir könnten sie auch alle töten, wenn wir wollten, aber man kann ja nicht aus seiner Haut. Wir arbeiten immer noch für das Volk, nicht gegen das Volk. So, Serkonien und Kanaka. Ich glaube, da müssen wir später hin. Da kommen wir später hin. Jetzt erstmal schauen, wo es als nächstes weitergeht. Gibt es hier noch irgendwas? Können wir hier noch irgendwas mitnehmen? Guck mal hier vielleicht. Das sieht so aus, aber wahrscheinlich nur eine Verstecknische. Okay, ich speichere mal eben ganz kurz. Der Thronsaal ist verriegelt. Wir sollten jetzt Zeit haben. Bleiben Sie hier und halten Sie jeden auf. Ich bin zurück, wenn ich alles durchsucht habe. Falls ich mich nicht selbst in diesem verdammten Schutzraum einsperre. Wir stehen bereit, falls ein Begleiter des Herzogs auftaucht. Das ist aufregend. Alles wird anders. Ja, die natürliche Ordnung setzt sich wieder durch. Wir Ramsays haben das Königspaar von Morley bewirtet. Wussten Sie das? Ich habe meine Kindheit mit den Buntings und Boyles verbracht. Mit der feinsten Gesellschaft. Und bald werden Sie wieder dazuzählen, Hauptmann. Ramsays Familie wurde aus dem Adel enthoben und er hegt wohl noch einen Groll. Warum er anderen die Schuld gibt, weiß ich nicht. Aber wie dem auch sei, Ramsay ist gefährlich. Ich muss ihn ausschalten. Gefällt mir nicht. Ich sehe mich mal um. Hey, wer ist? Das wollte ich nicht. Auf Wiedersehen, Ramsay. Ich wollte von ihm. Der hat mich gesehen und dann. Ich wollte ihn nicht töten. Alter. Ich hab mich bemüht, plündern. Ich hab mich bemüht. Ich werde dich nach Hause bringen, Emily. Schön auf den Mittelfinger. Sehr gut. Ich wollte. Wie liegt sie da überhaupt? Ich hatte mich bemüht. Ich wollte. So. Da deswegen ist noch schön. Ist da jemand? Zeig dich! Kommt der jetzt? Ich
will nur gucken, ob der jetzt kommt, ob wir die Leute so locken können. Das wäre ganz interessant. Ich glaube ja. Wohl doch nichts. Ich würde die beiden aus Prinzip gerne auch weghaben, aber einen nach dem anderen, einfach nur um selber noch ein bisschen zu üben. Luft ist schwer heute. Wer hat die Tür aufgemacht? Atmen. Ob ich lesen kann? Klar. Ich hoffe, der andere sieht uns hier nicht. Doch, der sieht uns. Das ist Corvo Atano! Tatsächlich! Ich reiß dich in Stücke! Okay, das mit dem Schleichen muss ich noch ein bisschen üben, glaube ich. Aber immerhin, wir kommen ganz gut durch. Ja, das ist der Raum, wo wir gerade eben erst waren. Tja. Zum Gedenken an die Kaiserin. Gemälde untersuchen. Wache über mich. Verleihe mir Stärke. Das tut sie, Brusi, das tut sie. Kommen wir hier durch? Aufschließen? Von außen versperrt. Okay, war klar. Da sollen wir auch nicht lang. Wir sollen in den Schutzraum. Also würde ich sagen, wir rennen da mal ganz kurz hin. Und der war oben, wenn mich nicht alles täuscht. Hier dürften jetzt eh alle ausgeschaltet sein. Ich kann jetzt hier rumlaufen wie ein junges Vögelchen. Hier können wir, glaube ich, noch aufschließen. Und dann kommen wir nochmal... Ach, weißt du, ich hau mir nochmal ein bisschen Obst rein hier. So, kann ja nicht schaden, denn wir haben einen mitbekommen. Oh, was ist das denn? Der kaiserliche Schutzherr, das sind wir. Geschichtliche Aufzeichnung von Regierungsposition und Rängen, Addendum. Corvo Atano, des Mordes an der Kaiserin angeklagt, die er beschützen sollte. Wie ungewöhnlich, dass er nicht nur diese Schmach loswerden, sondern sich auch noch reinwaschen und erneut zum kaiserlichen Schutzherrn einer weiteren Kaiserin ernannt werden würde. Wir von der Geschichtsakademie waren zu voreilig mit unserem Urteil gegen ihn. Das ist wohl wahr, Teil 1. Doch dafür sollten wir die Historiker nicht verantwortlich machen, denn die Beweise gegen Atano waren schlichtweg erdrückend und das ist gelogen. Erstens ist er der einzig kaiserliche Schutzherr, der auf einer anderen Insel als Gristle geboren wurde. Seine Fremdheit an sich ist kein Verbrechen, erhöhte aber den Verdacht. Der Nachsichtigste darunter war, dass er nicht in der Lage sei, seine Pflichten ganz zu verstehen. Zweitens war er auf frischer Tat ertappt worden, mit blutiger Waffe und über der Leiche der Kaiserin Jessamine kniend. Natürlich stellt sich heraus, dass selbst dieser belastende Beweis Teil einer ausgetüftelten Verschwörung war, um die Kaiserin zu vernichten und zu verhindern, dass sich Atano in die laufenden Pläne der Verschwörer des Lord Regenten einmischen würde. Und dennoch ist man sich hier wieder nicht sicher, dass es sich um eine Verschwörung handelt beim Königsmeuchler. Während ich zugebe, dass ich eindeutig falsche Schlussfolgerungen zu Corvo Atano veröffentlicht hatte, wie wir heute wissen, werde ich nicht, wie einige meiner Kollegen, mein Amt in unserer wahrheitsliebenden Organisation niederlegen. Stattdessen werde ich mich durch das Aufspüren der Wahrheit für die besten Geschichten hervortun. Da könnt ihr mal diese hier. Hier könnt ihr jetzt mal ermitteln. Damit vielleicht mal in dieser Sache die Wahrheit ans Licht kommt. Haben wir noch was zum Klauen? Nein. Zum Lesen auch nicht. Aber leichter Beutel. 10 Münzen. Natürlich. Nehmen wir natürlich gerne mit. Schrank schließen. Nein. Schrank schließen. Nein. Hier nochmal ganz kurz öffnen. Komödchen. Leichter Beutel. 10 Münzen. Ja, wir sammeln ein bisschen Kohle und hier kommen wir in den Schutzraum. Das Schloss stammt von Sokolov. Raffiniert. Kaiserlicher Schutzraum. Emily ist nach der Seuche oft hier eingeschlafen. Schön. Bisschen vom Schuss. Pistolenkugel nehmen wir auch mit, kann man immer brauchen. Flüstern aus dem Nichts von Barnoli Munani. Abhandlung über die physische Existenz der anderen Welt. Die Geschichte ist weitläufig bekannt. Eine Person hat aufgehört zu atmen, weil sie unter Wagenrädern oder durch andere tragische Umstände eingeklemmt ist und wird für tot erklärt. Doch sobald das Gewicht entfernt wird, erholt sie sich schnell wieder. Trotzdem galt diese Person für eine kurze Zeit bereits als verloren für uns, verloren für diese Welt.
Und was hat diese Person während ihres vorübergehenden Todes erlebt? Dunkelheit? Leere? Nein, etwas ganz anderes. Sie erzählt uns, wie so viele andere auch schon, dass sie an einem bestimmten Ort war und kann ihn sehr genau beschreiben. Und wer von uns kennt diesen Ort nicht? Haben wir nicht alle bereits in unseren Träumen gesehen? Diesen Ort kennen wir alle in den entlegensten Winkeln unseres Geistes. Das Reich, wo nichts einen Sinn ergibt, wo man zugleich verloren und geborgen ist. Das Nichts. Band 2. Diese kleinen Blicke auf das Nichts in Träumen oder von Personen beschrieben, die aus dem Koma erwacht sind, beschränken sich nicht auf wenige Auserwählte. In meinen Gesprächen habe ich erfahren, dass es keinen einzigen Bürger gibt, der diese Vision nicht selbst einmal irgendwann hatte. Deshalb muss es diesen Ort wirklich geben. Er ist kein Märchen und keine Massenpsychose. Vielleicht existiert er tief unter der Erde oder über ihr. Vielleicht ist er direkt neben uns, aber verborgen. Irgendein Lichteffekt oder wundersamer Schleier hindert uns daran, ihn zu sehen. Und wir warten alle auf einen Naturphilosophen, der das Phänomen löst, uns zeigt, wie wir diesen Ort auf Wunsch sehen können. Aber wenn er zugänglich ist, ist er nicht länger ein furchterregender, weit entfernter und besonderer Ort, wie in der Legende des Outsiders beschrieben. Er mag zwar seltsam sein, ja, und beunruhigend, aber dieser Ort ist ein neues Reich, das wir entdecken und schließlich erobern. Welche Schätze erwarten uns dort? Bestehen die Seen aus flüssigen Diamanten? Sind die Wolken aus schwebendem Silbergras? Und welche Dinge erfahren wir? So, Schaltschrank, da können wir sonst nichts machen. Und ja, ich lese alles vor. Knochenartefakte. Auszug aus einem Buch über Seemannstradition und aus Walknochen geschnitzte Objekte. Knochenartefakte sind der Segen eines Seemanns, so sagt man. Die Geschichte der Schnitzkunst reicht weit zurück und wurde von den alten Hasen an die Grünschnäbel weitergegeben, die noch nicht auf einem schwankenden Deck gerade ausgehen können. In längst vergangenen Zeiten fertigten die Seemänner Schnitzereien aus den Stoßzähnen der Eisrobben und den armlangen Hauern der Bären an, die auf den Inseln nördlich von Tyvia lebten. Als der Walhandel begann, wandten sich die Schnitzer den Knochen dieser riesigen Bestien zu und schufen Artefakte, die in der Nacht singen und der Manneskraft so manchen Schürzenjägers einen kleinen Segen verliehen oder vor Schwangerschaft schützen. So, Kronmeucher schlägt wieder zu, das kennen wir sogar schon. Das haben wir, glaube ich, schon gelesen. Ja, das haben wir schon gelesen. Ich glaube, der Kronmeuchler hat eine Verbindung zu Delilahs Staatsstreich. Tatsächlich, na, das ist immer was ganz Neues. Alarm einstellen. Bringt zwar nichts mehr, aber wir machen es einfach mal, weil es geht. Sollte ich mitnehmen. Oh, die Truhe würde ich gerne öffnen, geht nicht. So, Alarm können wir, glaube ich, aufziehen, um quasi Gegner dahin zu locken. Waffenkoffer benutzen. Oh. Wieder zurück in die Welt. Oh. Wie viele Leute hatten diese Maske vergessen? Schön, endlich wieder. Drücke Y, um das Fernglas zu verwenden. Ja, gut. Das wird uns gute Dienste leisten. Diese Maske sieht auch sehr schick aus. Hat ein bisschen was von Alien, finde ich. Würde ich auch gerne aufsetzen, da sieht man nur weniger, glaube ich. So. Die Reserven helfen nicht gegen Delilah. Selbst wenn ich alles hier herausschaffen könnte. Boah. Die dicken Klumpen. Goldbarren kommen. Das mache ich. 150 Münzen, sehr schön. Muss gleich mal gucken. Imperial Reserves, ich schließe nochmal ganz kurz. Ach, guck mal. River Rust, Black Crab, Whale Oil, Fisch. Ja, Walöl kennen wir ja auch noch aus Teil 1. So, ansonsten ist hier nichts. Können wir hier noch irgendwas mitnehmen? Nein. Ich würde gerne die großen Brocken würde ich gerne mitnehmen, aber ich glaube... Natürlich ist das zu viel. So. Warte, hier liegt noch was. Brief von Wyman. Emily, ich wollte dich heute Morgen nicht wecken, aber ich hoffe, du vergibst mir, da wir uns schon gestern Nacht 100 Mal Lebewohl gesagt haben. Und die einzige Gelegenheit, dich mit zerzausten Haaren zu sehen, ist nur einmal, wenn du schläfst. Bei Sonnenaufgang setzt du erneut dein Kaiserin-Gesicht auf. Ich bin froh, dein wahres Gesicht zu kennen. Das, das zu unseren albernen Reimen lacht, Entschuldigung. Ich will nicht zurück nach Morley, aber ich werde dort gebraucht. Wir sehen uns erst in 4 Monaten wieder. Ich werde dich vermissen.
Und ja, ich bringe dir weißen Tabak für deine Wasserpfeife mit. Lord Corvo, wenn Sie das in Ihrer Rolle als Schutzherr lesen, sollten Sie wissen, dass ich nur scherze und mir bewusst ist, dass weißer Tabak in Crystal verboten ist. Pass auf dich auf, meine kühne Emily. Fall von keinem Dach herunter. Ich liebe dich. Wyman. Lord Corvo, wenn Sie dies lesen. Corvo Atano, der kaiserliche Schutzherr in unserer Zeit. Corvos Eltern waren schon älter, als er geboren wurde, und sein Vater starb bei Baumfellarbeiten außerhalb der Stadt, als Corvo noch jung war. Zu dieser Zeit ging seine ältere Schwester nach Morley und die Familie verlor sie aus den Augen. Mit nur 16 Jahren versetzte Corvo die Einwohner Kanakas in Erstaunen, als er das alljährliche Klingwerbana gewann. Die Zuschauer aus ganz Sekonos waren begeistert, einen so jungen und talentierten Kämpfer zu sehen, der aus einer einfachen Arbeiterfamilie stammte und einen Kampf nach dem anderen für sich entschied, bis er schließlich den Hauptpreis gewann. Dieses unerwartete Ergebnis verschaffte Corvo einen Platz als Unteroffizier in der Sekonischen Garde. Als Soldat nahm er an zahlreichen Schlägen gegen organisierte Verbrecherbanden, unrechtmäßige Stadtstaaten in Sekonos und Piratenbanden auf der Inselkette im Osten von Sekonos teil. Nachdem er vom Herzog von Sekonos, damals noch Theodanes Abele, der Vater von Luke Abele, im Alter von 18 Jahren fortgeschickt wurde, sollte Corvo dem Kaiser in Dunwall als diplomatisches Geschenk zu Diensten sein. Sein sekonisches Erbe machte ihn in Dunwall jedoch zu einem Außenseiter und die Hauptstadt muss auf ihn exotisch und wie voller alter Geheimnisse gewirkt haben. Ein paar Monate nachdem er in Dunwall angekommen war, erhielt Corvo die Nachricht, dass seine Mutter wenige Wochen nach seiner Abreise aus Kanaka der Tod ereilt hatte. Es gibt hier sehr viel zu lesen, dessen bin ich mir bewusst. Ich entschuldige mich bei allen, die ein bisschen ungeduldiger sind, aber so spielen wir eben. Noch ein Audiograf. Wir versuchen möglichst alles komplett mitzunehmen. Oh, The GC, The Gamescom, das ist so Werbung dafür. Oh, und hier mit dem Türmchen und sowas. Mit dem Einhorn, das ist kein Einhorn, das ist ein fliegendes Pferd. Ein Pegasus, ein rosa Pegasus über dem Ding. Aber so sieht es draußen natürlich nicht aus, höchstens für Kinder, die hier gerne Zeit verbracht haben. Samuels Schnitzerei. Das ist von Samuel Beechworth. Welchen Ratschlag er wohl heute hätte. Schön, dass wir das für eine Krone verkauft haben. Also für ein Geld. So, hier haben wir noch einen Audiograf. Den haben wir wahrscheinlich nicht gefunden, wären wir einfach durchgerannt. Emily, meine Tochter. Eines Tages wirst du erwachsen sein. Und ich frage mich, woran aus diesen Jahren du dich erinnerst? Wirst du mit Freude an deine Kinderjahre zurückdenken? Oder gab es zu viele Kindermädchen, Dinner und Lektionen über langweilige alte Geschichte? Vielleicht erscheinen dir unsere gemeinsamen Stunden schöner. Die Zeit mit deiner Mutter, Corvo, der mir immer sehr am Herzen lag. Hoffentlich sind die Ratten und Plagen nichts weiter als nur ein Schatten auf deinen frühen Erinnerungen. Eine vergangene Krise, der deine Mutter und ihre Berater getrotzt haben. Eines Tages sitzt du auf dem Thron und ich hoffe, du wirst es gut machen. Es ist ein schwieriges Leben, voller Verantwortung und Gefahr. Du hast dir nicht ausgewählt, die Tochter einer Kaiserin zu sein, wirst diese Herausforderung aber meistern. Bewahre dir ein gutes Herz, Emily. Zeichne und erzähle Geschichten und teile deine Macht nur mit jenen, denen du wirklich vertraust. Könnte ich doch nur noch einmal mit Jessamine reden. Dieser Audiograf wurde noch vor Dishonored 1 aufgenommen. Ein schönes Relikt, das wir da gerade gefunden haben quasi. Oh, was ist das denn noch? Knochenartefakte hatten wir schon. So, und ich glaube, damit sind wir hier auch durch, oder? Ich glaube, hier die beiden haben wir schon gelesen. Schaltschrank, Flüstern, Pipapo. Damit sind wir durch und damit hauen wir auch ab. Ausgangstür auf die Straßen von Dunwall gehen.